Lettland zwischen Tradition und Moderne. Lettland ist ein Ort, an dem Technologien auf alte lettische Traditionen treffen. In Lettland werden alte lettische traditionelle Rezepte in Produkte umgewandelt, die auf dem Markt gefragt sind. Der größte Wert in Lettland sind die fleißigen und talentierten Menschen, die auf der ganzen Welt bekannt sind, sowie gesunde und köstliche Produkte, die in modernen und innovativen Fabriken hergestellt werden und an deren Produktionsprozess Wissenschaftler beteiligt sind. Der lettische Landwirtschaftsminister Kaspars Gerhards sagt, dass die lettische Lebensmittel- und Getränkeindustrie eine der größten Branchen in Lettland und eine der führenden Exportindustrien sei. Bei den Produktionsmengen kann Lettland sowohl den Verbrauch des Landes als auch den Export in mehr als 150 Länder der Welt sicherstellen. Die Lebensmittelindustrie sei maßgeblich von den Welttrends beeinflusst. Weiterhin führt der Minister aus, dass sich Verbraucher mehr und mehr für die Zusammensetzung der Produkte, Qualität, Natürlichkeit und Herkunft der Produkte interessieren. Die ökologischen und Lebensmittelqualitätsprobleme in den Industrieländern wachsen, aber Lettland sei in einer ausgezeichneten Position, denn für die Lebensmittelproduktion habe Lettland Zugang zu hochwertigen Rohstoffen. Lettland könne sich einer großen Vielfalt und Anzahl von qualitativ hochwertigen Lebensmitteln in den europäischen Lebensmittelqualitätsprogrammen rühmen. Die Automatisierung aller Produktionsprozesse und die Anwendung verschiedener Innovationen sei zur täglichen Routine geworden, um konkurrieren und sich dem Klimawandel anpassen zu können. So führt der Minister weiterhin aus. Lettland akzeptiere die Herausforderungen der Zukunft der Produzenten in einem relativ kleinen Land. Wissenschaftsinnovation und Technologieimplementierung seien grundlegend im Zusammenhang mit dem Export der heimischen Produkte und der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Marktmacht auf dem heimischen Markt zu sehen. Brot. Getreideprodukte sind sehr vielfältig. Brot, verschiedene Breie, Müslis, Nudeln und Bier. Aber wir werden unsere Geschichte mit Brot beginnen. Warum Brot? Brot ist nicht nur Brot als Nahrung. Erstens hat dieses Wort viele hundert Jahre lang eine große und grundlegende Bedeutung im Leben der Menschheit. Hinter dem Wort Brot verbirgt sich jahrhundertelanges Wissen, harte Arbeit, Gedanken, Hoffnungen, Werte, die von Generation zu Generation vererbt und geschätzt worden sind. Und zweitens wird Lettland in Europa Roggengetreidespeicher genannt. Lettisches Roggenbrot ist die Quelle der menschlichen Gesundheit und Stärke. Der Besitzer der Bäckerei Laci, Normund Skaudis, sagt, dass seine Fabrik natürliches und nahrhaftes Brot und originelles Gebäck backt und jahrhundertealte Backtradition pflegt und entwickelt. Roggenbrot sei für Letten ein eminent wichtiges Produkt, denn jeder Lette ist mit seinem eigenen Schwarzbrot aufgewachsen. Die Verbraucher konsumieren Roggenbrot, welches wertvolle und gesunde Inhaltsstoffe beinhaltet, eine natürliche Quelle von B-Vitaminen und Energie für langes Sättigungsgefühl. In Lettland haben wir gelernt, Roggenbrot besser zu backen als jeder andere auf der Welt. Die Kunst sei es, den Teig zuzubereiten. Weiterhin führt Normund aus, dass die lettische Brotproduktion gelernt habe, grob gemahlenes Roggenkorn so zu behandeln, dass sich bei langsamer, langer Gärung auf natürliche Weise Vitamine, Säuren und Hefen bilden, die dem Brot später ein schönes Volumen und eine reiche Weichheit verleihen, dem nichts hinzugefügt wird.
Die Zusammensetzung des Roggenbrots ist kurz. Mehl, Wasser, Zucker, Salz und Kreuzkümmel. Nichts Überflüssiges. Käse. Letzten sagen, dass sie fleißig sind. Aber nach einem guten Job essen sie gerne gut und feiern. Der größte lettische Feiertag ist die Midsommar oder Sommersonnenwende, die ohne einen echten Midsommerkäse, der zu den ältesten Traditionen des lettischen Volkes gehört, undenkbar ist. Käseherstellung und das Essen sind lettische Traditionen, die in der frühen Vergangenheit entstanden sind. Heutzutage hat der Midsommerkäse eine neue Qualität erlangt. Er ist zu einem Wert der nationalen Identität geworden. Und Kümmel ist ein Produkt, das Lettland eigen ist. Midsommertraditionen überraschen ausländische Gäste. Kartoffeln. Die Letten haben eine besondere Beziehung zu Gemüse und Obst, da sie sowohl auf dem Rigaer Zentralmarkt, der übrigens der größte in Europa ist, als auch auf kleinen Märkten erhältlich sind. Je nach Jahreszeit kommen Kürbis, Kohl, Karotten, Zucchini und Äpfel, die in ökologischer Umgebung angebaut werden, frisch und verarbeitet auf dem Tisch. Ein besonderer Ehrenplatz auf dem Tisch sind jedoch immer Kartoffeln. Wie das Kochbuch 444 Kartoffelgerichte belegt, das sich im Küchenregal fast jeder Gastgeberin mit Selbstachtung befindet. Kartoffeln können aber auch beim Kochen von Desserts nützlich sein. Aloyer Starkelsen wurde 1991 gegründet. Im Laufe der Jahre hat es sich zum größten Kartoffelstärkeproduzenten der baltischen Staaten sowie zu einem der größten Bio-Kartoffelstärkeproduzenten der Welt entwickelt. Parallel zur Herstellung von Kartoffelstärke produziert das Unternehmen eine Reihe anderer Lebensmittelprodukte, unter denen Aloyer Kartoffelstärke, Aloyer Gelee, Backpulver und Vanillezucker die beliebtesten in den baltischen Staaten und Skandinavien sind. Fische. Lettland heißt das maritime Königreich. An der 500 Kilometer langen weißen Sandküste gibt es sowohl einsame Strände als auch Spa-Kurorte, Häfen und eine entwickelte Fischereiindustrie. Fischerei und Letten, das ist eine Beziehung, denn Letten mögen Fische sehr. Lachs, Aal, Karpfen, Hecht. Aber eine besondere Delikatesse ist Neunaugenfisch. Lettland ist fast das einzige Land in Europa, in dem es üblich ist, Neunaugenfisch auf den Tisch zu bringen. Neunaugenfisch ist der einzige Fisch, zu dessen Ehren ein Fest stattfindet. Neunaugenfische werden in allen großen Flüssen Lettlands gefischt und jeder wird sagen, dass die aus den Flüssen Gauja, Daugava, Salaca und Venta die leckersten sind. Nach den alten Methoden ist der auf Erlenholzkohlen geräucherte am leckersten. Eier. In den letzten Jahren denken immer mehr Menschen sowohl über ihre Ernährung als auch über das Wohlergehen der Tiere nach. Die Nachfrage nach ökologischen Produkten wächst und für viele ist es wichtig, unter welchen Bedingungen Hühner gehalten werden, die die Eier legen. Baltikovo arbeitet seit 1972 und ist derzeit der größte Produzent von Eiern und Eiprodukten in Nordeuropa. Die Produkte des Unternehmens sind in lettischen Geschäften, Hotels, Restaurants und Haushalten erhältlich. Aber die meisten Produkte, etwa 70%, werden in europäische und andere Länder der Welt exportiert. Malz und Bier. Malz ist gekeimtes und getrocknetes Getreidekorn, das in Lebensmitteln als natürlicher Farbstoff, Aroma und Süßstoff verwendet wird. Roggenmalz wird in Lettland traditionell in der Brotherstellung verwendet. Gerstenmalz ist auch einer der wichtigsten Rohstoffe in der Bier-, Whisky- und einigen anderen Getränkherstellungen. Die reiche Geschichte der Brauerei Ilgizem beginnt ab 1863, dem Jahr, als es von den Deutschen in der Nachbarschaft von Riga in Ilgizem gebaut wurde.
Bereits vor 155 Jahren schätzen Bierkenner die in der Fabrik hergestellten Biersorten Berliner Weiße, Bavarian, Märzen, Imperial, Münchener Kabinett und andere. Heute produziert die Brauerei hochwertige alkoholische und alkoholfreie Getränke in einer breiten Palette. Honigbier mit verschiedenen Geschmacksrichtungen, klassisches Bier, Apfelwein, Kwass und Malzgetränke, die auf dem heimischen Markt sehr beliebt sind. Getränke sind frei von Konservierungsstoffen, Aromen und natürlich fermentiert. Die beliebtesten Marken von Ilgezem-Produkten, Honigbier, Bier, Kwass, werden auf dem heimischen Markt vertrieben. Und Tannheiser Kraftbier, Süßbier werden exportiert. Innovation und Markt. Letzten können stolz auf Lettlands Erfolge im Bereich der Hochtechnologie und auf Unternehmen sein, die global geworden sind und eine lettische Marke in der Welt bilden. Der Direktor der lettischen Investitions- und Entwicklungsagentur Kaspars Ruhrskauns sagt, Lettland sei ein kleiner Markt und wenn dieser Markt erweitert wird, trifft Lettland auf einen größeren Markt. Deutschland hat 80 Millionen Einwohner, China 1,3 Milliarden oder Indien mit einem noch größeren Markt. Was macht das lettische Produkt dann besonders? Die Umwelt in Lettland ist ökologisch, grün und sauber. Deshalb gäbe es vieles, das leicht produziert werden könnte und organisch und ökologisch ist. Ein großer Trend in Deutschland sei es, besser zu leben, umweltfreundlicher zu leben und mehr hochwertiges Essen zu essen. Lettland hat viel zu bieten. Aber die Frage stellt sich, wie kann Lettland für einen Markt von 80 Millionen Einwohnern zu produzieren, wenn es in Lettland nur 2 Millionen Einwohner gibt? Wie könnte man noch mehr Verkaufsstellen beliefern, wenn die Produkte bei den Kunden beliebt sein werden? Lettland arbeitet ständig an Innovationen, um die Produktion schneller und besser zu machen. Neue Rezepte böten attraktive Geschmacksrichtungen, Aussehen und Werthaltigkeit. Die Verpackung erhielt die Produktionsqualität und den Geschmack für einen längeren Transport. Und die Technologie ermögliche genauere Produktionsqualitätsprüfungen. Künstliche Intelligenz überwache die Produktionslinien. Lettische Produzenten seien international erfolgreich mit Produkten wie zum Beispiel Fischkonserven, Frühstücksmüsli, Bier, kandierte Früchte, Käse, Milch- und Fleischprodukte. Und diese Umsätze steigern sich Jahr für Jahr wieder, wie Herr Ruschkans ausführt. Gesundes Frühstück, der Beginn des Tages. Dass Getreide und seine Produkte wertvoll sind, zeigt die Tatsache, dass die Grundlage der Ernährungspyramide Brot, Getreideprodukte und Frühstück ist. Diese machen 40% der gesamten Nahrungsaufnahme in der täglichen Ernährung jeder Person aus. Obwohl diese Produkte für viele Menschen ein wesentlicher Bestandteil der Mahlzeit sind, nimmt der moderne und schnelle Lebensrhythmus seine eigenen Anpassungen vor. Die Menschen verbringen immer weniger Zeit damit, volle Mahlzeiten zuzubereiten. Stattdessen entscheiden sie sich für vorgefertigte, gekaufte Gerichte, die nicht immer nährstoffreich sind. In Lettland hergestellte Getreideprodukte sind in vielen Ländern der Welt beliebt, weil sie gesund und hochwertig sind. Da Deutsche und Letten ähnliche Geschmäcker und Traditionen haben, sind viele in Lettland hergestellte Produkte bei Kunden in Deutschland beliebt und ergänzen so ihre tägliche Ernährung mit Aromen lettischer Produkte. Wir wollen unseren Morgen mit einem schnellen und gesunden Frühstück beginnen. Leckere und ausgewogene Frühstücksflocken für einen guten Start in den Tag. Potenzial von Hanf. Hanf wird seit langem auf den Bauernhöfen in Lettland angebaut und verwendet. Wertvolle Eigenschaften und spezifischer Geschmack wurden bereits in der Antike erkannt und ermöglichen es, diese Pflanze bis heute anzubauen. Die Frucht ist der wertvollste Bestandteil des Hanfes, eine braune, glänzende Nuss, die gemeinhin als Samen bezeichnet wird.
Die Stängel und Blätter werden für Textilien genutzt, landwirtschaftliche Seile und Dämmstoffe. Hanfsamen erhalten ausgezeichnete Öle, in denen es eine große Menge verschiedener ungesättigter Fettsäuren gibt. Hanfsamen erhalten eine große Menge an Protein, mehr als in Rindfleisch oder Fisch. Daher wird Hanfsamen für die Zubereitung verschiedener Lebensmittel, wie zum Beispiel Butter, Öle, Bier, Schokolade, Brot und Käse verwendet. Naturprodukte. In der Volksmedizin wurden Kräutertees und Honig verwendet. Es ist schneller und einfacher für eine moderne, eilige Person, eine Pille zu nehmen. Aber verbessert es immer unsere Gesundheit? Nicht umsonst kehren im Moment viele zu den Rezepten zurück, die seit Hunderten von Jahren getestet und durch innovative Methoden verbessert wurden. Betrieb Mitavas Chiakuri bietet selbstgekochte Tannenzapfen-Antitussivum-Hustenmittel an, die auch als Tannenzapfen-Marmelade bezeichnet werden. Es ist seit langem bekannt, dass junge Tannenzapfen das Immunsystem stärken und ein hervorragendes Mittel gegen Rhinitis, Husten, Bronchitis und Lungenerkrankungen sind. Die Entwickler der Kosmetikmarke Apimi lassen sich wiederum von der Kraft, Ausdauer und dem Fleiß der Bienen inspirieren. Apimi verwendet Rohstoffe von Bienen, hauptsächlich Honig, Wachs und Bienenharz. Wenn die Biene für die Existenz der Menschheit wichtig ist, dann sind auch die Produkte, an deren Entstehungsprozess Bienen für die Menschen teilnehmen, notwendig und bedeutsam. Apimi sagt über seine Produkte: Wir setzen Liebe und Wissen ein, damit nur das Beste zu ihnen kommen kann. Mittel aus Bienenprodukten für Gesundheit und Alltag. Wissenschaft in der Nahrung. Die gesamte Produktentwicklung basiert auf einer Idee. Lettische Wissenschaftler haben dazu beigetragen, sie zu entwickeln, indem sie die Produkttechnologie von der Verbesserung des Produktionsprozesses bis zur Erhaltung des hohen Nährwerts des Produkts entwickelt haben. Der Vorsitzende der Lettischen Akademie der Wissenschaft, Ivars Kalvinš, sagt, dass die lettische Wissenschaft als eine Priorität in ihrer Arbeit die Entwicklung von Produkten gewählt hat, die in der Natur geboren wurden und deren Verbesserung zu hochwertigen, sicheren Geschmack sorgen und zu funktionellen Lebensmitteln für die menschliche Ernährung und Gesundheit führen. Lettische Wissenschaftler und Lebensmitteltechnologen würden neue Methoden der Extraktion und Anreicherung entwickeln. In diesem Bereich hätten lettische Wissenschaftler einen interessanten Erfolg, indem sie neue Zusammensetzungen von Pflanzenelementen entwickeln, um beispielsweise das Gefäßsystem von Menschen zu verbessern oder die Funktionalität alkoholabhängiger Menschen wiederherzustellen. Lettland schaffe das wissenschaftliche Ökosystem so, dass sich Unternehmer darin integrieren und Zugang zu Informationen, technologischen Lösungen, praktischer Unterstützung von Wissenschaftlern bei der Entwicklung von Produkten und der Förderung des Marktes haben. Wasser mit Wert. Lettland kann stolz auf seine Flüsse und Seen sein. Es ist ein wahrer Naturschatz für uns. Etwa 12.500 Flüsse und mehr als 10.000 Seen. Wasser dient aber auch der Verbesserung und Erhaltung von Leben und Gesundheit. Insbesondere bei der Verwendung von vitaminenreichem, kalorienfreiem Trinkwasser. Warum Wasser trinken? Besonders Quellenwasser. Es gibt viele Gründe, Wasser zu trinken. Hier sind einige. Das beste Stärkungsmittel, das keine Nebenwirkungen hat. Es erhöht die Arbeitsfähigkeit, verbessert die Konzentration, lindert Stress, Angstzustände und Depressionen, stellt den Schlaf wieder her. Außerdem enthält es keine Kalorien, kein Fett, keinen Zucker und es verbessert den Stoffwechsel. Ich glaube, Sie wollen jetzt nach Lettland kommen. Das alles mit in Ihren eigenen Augen sehen, alles probieren und das Beste für sich selbst mitbringen. In Lettland finden Sie die gesündesten Gerichte, freundlichsten Service, Ruhe für Augen und Geist.
Wir heißen Sie in Lettland herzlich willkommen.